bitte sag mir nicht, dass sie jetzt wieder respawned sind, weil dann so ein Moment gekommen, wo ich sag, fickt euch. Nee, sieht gut aus. Es ist nice. Komm, Leute. Du kannst ja theoretisch auch erstmal den anderen Weg gehen, ne? Aber egal, geh erstmal hier weiter. Der hat einen Schatz gefunden. Was? Der hat tatsächlich einen Schatz hinten gefunden. Habe ich das Amulett jetzt bekommen? Nee. Amulett? Hast du nicht gekriegt? Hat er sich doch genommen. Aber die geben doch das doch nicht. Nee, 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 die behalten das. Fick dich! Da war ich wohl blind, ne? Da muss erstmal ein Bot kommen. Da würde ich nicht runterspringen. Nein? Nein. Gehe ganz normal die Wege. Ich Okay. denke, wir haben hier noch einiges zu tun. Da ist auch ein Kammer. Ist nochmal ein anderer Weg. Hello? Heißt wohl nicht umsonst Labyrinth der Schmach. Hieß es echt so? Hier habe ich. Warum sollte ich das sonst sagen? Kiste, Kiste, meine! Let's have a Lass look. ihm die öffnen und du kannst dann rausnehmen. Er hat sich's genommen. Du Wichser. So, da unten hast du gerade eben gekämpft. Was ist das denn? Nein, da habe ich nicht gekämpft, Doch, da oder? hast du. Das ist der. Das ist enormes. Ist Das er ist. tot oder schläft er? Warte mal, wollen wir erstmal Ja, du herausfinden? gehst jetzt aber den anderen. Nee, wir gehen den anderen Weg. Warte. Der lebt noch. Der lebt noch. Hallo, Stinky. Dann geh mal den anderen Weg und dann hau ihn mal weg. Da liegt noch ein Trank! Da vorne ist noch was. Seelenhai. Ja, das war das, was dich vor irgendwelchen magischen Effekten, von irgendwelchen magischen Effekten befreit. Aber schau mal, Leute wurden auf jeden Fall schon mal hier reingeschickt, ne? Ja. Ich finde es halt unglaublich, wie das leuchtet, so im Feuer, ne? Das sieht echt cool aus. Hallo? So. Jetzt der Dicke. Ich hab eine Idee. Scheint ein Boss zu sein. Hat nämlich zwei Lebensbalkenpunkte, also zwei Punkte unter dem Balken. Was ja heißt, dass er den zweimal wieder auffüllt. Aber der kriegt ordentlich Schaden. Den ganzen Boss werde ich jetzt so stehen bleiben, sodass er nicht reinkommt. Ich backuse jetzt. Tja, da hat das Spiel was verkackt, würde ich sagen. Ach komm, lass mich für einen Spaß. Das ist ge Also, ich könnte es jetzt den ganzen Abend machen. Aber ich will euch hier unterhalten, deswegen renne ich jetzt raus. Und stirbst. Oh, er hat dich zertrampelt. Er hat dich schon wieder zertrampelt. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ja, 50% hast du. I'll heal your wounds. A task is broken loose. Lol, du kannst auf die Hauer schießen, dann brechen die ab oder was? Und dann kannst du die aufheben? Stand clear. I've learned a new way to fight their ilk. Ow! A troubling foe. Khaled liegt auf dem Boden. I cannot take much more. Was machst du denn? I was clumsy. I'll heal your wounds. It's raw.
Stand clear. Oh, he's mad with rage. Lol, da ist irgendeiner. I cannot move. No, they hold the advantage. Wie sie alle gestorben sind. My consciousness fades. I will do my best. Its feeble mind is weak to show its trouble. Ash! Don't allow it to grab you! Feuer, Furz! Lol, du hast ihm ins Auge geschossen. Das hat richtig Schaden gemacht. Wie er auch benebelt war. Nochmal ins Auge. Sowas ist geil. So Schwachstellen, die man herausfinden kann. Jetzt Waffen nehmen und drauf. Voll der Match. Nutz auch deine Fähigkeiten. Wie denn? Mit Steuerung. Immer noch. Du hast keine Ausdauer mehr. I'll do your wounds. A moment's distraction can prove fatal. Arisen, I am at your side. I cannot take much more. I have an ailment. The brute is as slow as it is large. Attack while I hold it. Ich glaube, du hast das Auge wieder getroffen. Das finde ich echt cool, dass du so eine Schwachstelle finden kannst, auf die du dann draufschießen kannst, wodurch er dann so gelähmt wird oder so. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen. Einer liegt übrigens bewusstlos auf dem Boden. Wenn du dich nicht um den kümmerst, dann stirbt er gleich. Wo? Hinter dir. Immer noch hinter dir. Du hast ihn immer noch nicht wiederbelebt. Das hat immer ein Mate gemacht. Nee, der hebt den nur auf und bringt ihn zu dir. Zumindest verstehe ich das so. Bam, bam. Wieder ins Auge. Nochmal ins Auge. Nice. Nochmal. Das macht richtig Schaden. Okay, letzte Lebenspunkte. Was ist das für eine Mine da vor dir? Kannst du da auf die Mine schießen? Den da hinlocken? Oder die zu ihm schmeißen oder so. Hörst mir nicht gerne zu, ne? Hinter dir. Da, die. Ach, das ist seine Waffe. Lol, das sah aus wie so eine Mine. Okay. Hey da! Genau, geh mir wieder ins Auge. Bam! Die Schüsse ins Auge siehst du oben richtig auf der Leiste. Puh, ohne Scheiß, es ist wirklich zeitaufwendig. Was jetzt noch fehlt wäre, oder was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, dass er so, lol, krass, nice, dass der Boss auch so ein bisschen angekündigt wird, irgendwie mit so einem kleinen Intro so, weißt du, wie ich meine? Oh, Arkor, bababa. Ja, weiß nicht, weißt du, wie ich meine, einfach, ne, so eine Sequenz, wie er dann da hingeht oder so, ich meine, er war auf einmal da, das ist so ein bisschen komisch, da liegt ganz viel Stuff. Ich hab keine Ahnung, was ich alles aufgehoben habe. 800 Riftkristalle haben wir bekommen. Haben wir irgendwie was Tolles, Rüstung bekommen oder so? Haben wir nicht. Nein. Nein. Ja. Können wir irgendwas skillen?
Wo war das nochmal mit dem Scan? Dazu mussten wir doch, Ja, ich weiß, wo du meinst. Ja. Da war was drin. In Deutsch, glaube ich. Rauf. Ah, okay, das ist den wir hatten. Schade. Wow, es war zu geil gewesen, Leute. Da ist ein Trunk. Was ist das? Wie geht's weiter? Ja, feuchte gebe ich an alle Ecken klar. Gucken. Ja, klar. Roots. Die haben wir vorhin schon aufgemacht. Da muss doch bestimmt noch hier eine sein. Nee. Was mit der da? Oh. Okay. Leute, 10.000 Gold. Nice. Nice. Ja, gehen wir da lang. Such's dir aus. Also da geht's, glaube ich, zum Endboss. Weil der lila Wirbel ist auch da hingelegt. Okay, dann gehe ich jetzt mit die anderen Gänge, ja? Da ist noch was. Links. Hm? Mittig auf dem Fluss. Da geradeaus. Was liegt denn da? Okay, ich dachte, das wäre irgendwas. Ja klar, geh erstmal den anderen Gang. Ich meine, wir sind ja hier, es ist ein Rollenspiel und in Rollenspielen weiß man, man muss alle Ecken untersuchen, um den besten Loot zu kriegen. Und da gehört das eben mit dazu. Also mein Fazit bislang, das Spiel macht Bock. Und zwar richtig Bock. Und ist damit das zweite Spiel einer Gamekiste, was mir richtig, richtig Spaß macht. Neben Stardew Valley. Ja. Ich glaube, du hättest nach dem Boss speichern sollen. Bitte? Ich glaube, du hättest nach dem Boss speichern sollen. Kann ich jetzt machen? Nee, du bist mitten im Kampf. Okay, ich hau ab. Ich häng fest! Einer liegt auf dem Boden. What a gap. Goblin kin, perhaps. And that's down. Der ist auch gleich down. And that's down. The goblin falls. I've strike now. Prepare yourself, goblin. A fallen goblin is an easy mark. Nice. Da ist noch einer. Strength in numbers arisen. Ah, wieder derselbe Deutsch. Wollen wir dem mal jemanden von uns geben? Nee, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, da liegt noch was auf dem Boden. Eisernes Klingenblatt, was liegt da hinten noch? Noch ein Eisen. Ja, da können wir vielleicht, das könnte eine Waffe für einen Krieger sein. Halsabschneider. Wird das bei uns dann woanders? Kannst du mal links drauf drücken? Ja, da. Bei uns woanders reingepackt. Werkzeuge. Keine Ahnung. Also es wird uns nicht... Also wir haben dreimal diesen Dolch. Für wen ist der denn alles, der Dolch? Kann man doch irgendwo einsehen. Zur Ausrüstung. Klick mal drauf. Moment. Geht nicht. Da. Krieger können den auch tragen, glaube okay, ich. Okay, dann tun wir mal. Dem geben. Peter. Nee, Quatsch, das ist kein Krieger. Wer war uns? Ich glaube, Khalid war der Krieger, aber wir können ja jedem einfach einen geben. Also jedem nicht, aber Dawnkirk und Khalid jeweils. Vielleicht können die den ja gebrauchen. Ich weiß ja nicht, ob die den dann automatisch ausrüsten oder so.
Warte mal, ich muss gucken erstmal in dem Gang. Hallo? Die hauen wieder alles kreuz und klein. Kurz und klein, nicht kreuz und klein. Da ist noch eine Kiste. Let's have a look. Das ist wieder so ein Amulett des Dämons. Und wieder hat es jemand an. Okay. Nee, du hast es genommen. Schon echt okay. Jetzt? Ja. Aber das können wir nicht gebrauchen. Das ist kein Schmuckstück. Das haben wir doch beim letzten Mal schon. Echt? Ja. Okay, sorry. Das war irgend so ein, kannst du mit irgendwas kombinieren. Da war was. This looks interesting. Jetzt hast du es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade in dem Gang sind. Da oben sind wir gekommen. Von vorhin, ja, genau. Ziemlich cool, ne? Level-Design, muss ich mal sagen. Ich mag sowas, so diese verwirrten Wege, die zusammenführen. Das sieht mir nach einer Geheimtür aus. Aber... da sitzen noch Spinnen auf dem Boden und überall. Müssen wir doch nicht töten. Geben aber Erfahrungspunkte. 10. Ja. Dafür, dass sie mit 2 Schlägen kaputt gemacht werden. Spinnengift. Vielleicht später zum Craften. Da ist eine Kiste. Das könnte was für uns sein. Das war nämlich ein Rüstungsgegenstand. Da ist er. Aber nicht für uns, sondern... müssen wir mal gerade zur Ausrüstung. Für Krieger. Dann geben wir das doch unserem Krieger. Wir wissen noch nicht, wer unser Krieger ist. Khaled, oder nicht? Ja. Ja, da steht's auch. Hier siehst du es. Lol. Dass der die Ausrüstung nicht tragen kann. Ja. Genau. Der müsste die jetzt eigentlich tragen. Weg. Ist da noch was? Ist leer. Was? Ich hab jetzt gedacht, der haut mich! Kann man die Leiter... ah, hier, Leiter benutzen, ja. Yay. Weißt du, was ich vorhatte? Ja. Da ist eine Tür hinter dir. Ach so, das ist die Tür. Okay. Ja. Kannst du da rüberspringen? Nee. Aber da ist auch eine Leiter, oder nicht? Da ist noch eine Leiter, ja. Ich möchte ja Stuff sammeln, Leute. Ja, es ist ein Rollenspiel, ne? Das gehört dazu. Sammeln und so. Aber dafür haben wir auch sehr viel Action in dieser Folge. Wir haben einen Bosskampf gehabt gegen den Zyklopen. Ganz viele Hunde, die einen... oh, Magier-Schuhwerk. Cool. Könnte was für Peter sein. Oder können wir die selber tragen? Mach das doch mal, gucke hin zur Ausrüstung. Können alle tragen, aber... doch, die sind besser. Guck mal hier. Plus 14 Abwehr, plus 31 magische Abwehr. Gut, das Einzige, was runtergeht, ist Stichwiderstand. Ja, dann zum Video an. Ja. Und die können wir ja geben. Weiß ich nicht, ob die jemand will. Wer kann denn das tragen? Peter kann das tragen. Ja, jetzt sind wir ziemlich leicht bekleidet aus, was? Ja. Jetzt haben die ein bisschen komisch gemacht, dass Hose und Schuhe... ich glaube, wir hätten die Hose gar nicht weggeben müssen. Warum? Ja, ich glaube, ich hab was gesehen. Achso, okay, warte mal, Ah, okay. Das ist cool, ne? Hat man auch nicht in vielen Spielen, da musst du immer so blöd runterkraxeln. Wenn wir das nächste Mal im Menü sind, dann zeige ich dir, was ich meine. So. Ich glaube,
Wir werden dann schon zum Ende des Bosses gehen. Ich hoffe, es ist nicht der Endboss. Hallo, jetzt schon Endboss mit Level 10? Es ist 10? Ein Endboss, meine ich. Nicht der Endboss am aller Ende, ja, sondern weiß, der Endboss hiervon. Ja, ich weiß, aber ich will den trotzdem noch nicht haben. Hallo, ich bin noch nicht bereit. Khalid ist unser Krieger. Ja, den Helm auf. Da kannst du bestimmt hoch. Da liegt was? What's this? 1000 Gold. Und nochmal 4500 Gold. Da liegt noch mehr Geld. Nochmal ein Tausender. Da liegt noch was. Riftsplitter. 100. Cool. Voll geil. Einfach mal so eine kleine Sackgasse. Ich stehe total auf sowas. Und was ist da hinten? Ah, Scheiße! Tut mir leid, Jungs. Und noch eine Kiste. Einige der Gegenstände auf der Insel Finstergram sind mit einem starken Fluch belegt und ihre Wirkung ist dadurch nicht erkennbar. Es gibt jemanden hier an der Bucht der Insel Eura. Sie kennt sich mit dem Aufheben von Flüchen aus. Cool. Was war das denn, was wir da bekommen haben? Ich habe keine Ahnung. Dann geh mal gerade bitte ins Inventar. Ja. Und dann guck ich mal kurz. In der Zeit schenke ich mir ganz kurz was zu trinken ein, denn ich habe echt mega Durst. Finstergram Novum Stufe 1. Man kann aber nicht genau erkennen, was es sein soll. Ja, wegen Fluch. Ja, genau. Behalten wir definitiv. Ach so, wir waren jetzt gerade, was ich kurz zeigen wollte. Wir gehen nochmal hier und dann auf hier und zur Ausrüstung. Jetzt siehst du hier, sind so Kleidungsslots und ich wette, wir hätten die Hose da oben reinziehen können oder so oder da oben reinmachen können. Ach so, okay. Ich weiß aber nicht, ob das überall so ist. Moment, Escape. Da hier. Siehst du das? Das sind so zwei Kleidungsslots. Ich weiß aber nicht, wie man... Ja, dann holen wir uns halt einfach noch eine Hose. Scheiße. Mann, ich... Ja, dann drückst du halt wieder weg. Ich habe gerade noch gesagt, ich wollte noch was anderes nachgucken, aber okay. Ja, dann sag ich... Nee, ist egal, geh raus. Geh doch raus. Ist sicher? Okay. Ja, ja, ja. Sonst wird er wieder zu Diva. Quatsch. Bei solchen Sprüchen werde ich zur Diva. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz ein bisschen... The deeper we go, the keener I sense it. Malice or something like it. Er spürt Böswilligkeit, je tiefer wir reingehen. Weißt du was? Jetzt speichere ich mal ganz kurz. Entschuldigung, aber jetzt speichere ich einfach mal. Du böses Mädchen, du. Ihr habt ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ja, ich glaube, ich grundsätzlich bei dem Spiel ist Speichern eine gute Idee.